Was machen wir hier? Drück mal drauf. Ne, wir warten. Ach so, na gut. Klar, man kann ja Leben sammeln, aber wir warten jetzt erstmal, bis ganz viele Gegner kommen. Dann so ein paar Leben. Zur. Kann man sich damit ergaunern? Frosch Mario. Der gute Alte. Und. Oh, das Ding färbt aber irgendwie teilweise auch gelb. Egal. Wir haben den grünen Switch bekommen und 8000 Punkte. Steht auch über Mario selber drüber. Und das Ding wird uns bestimmt noch nützlich sein. Jetzt aber habe ich erstmal andere Probleme. Nämlich. Muss ich. Ein Secret Exit hier drin finden. Dann wollen wir mal. Also, ist es hier unten? Nein. Schade. Wäre lustig geworden. Hm. Ich hätte eine Idee. Man kann da nicht herschwimmen, ne? Unten lang. Kann man nicht. Na gut, das war's mit meiner Idee. Ich hoffe, jetzt ist es nicht irgendwo links gewesen, weil hoch kann ich von da aus wieder nicht nochmal. Da kann ich auch nicht unten her. Hm. Keine Ahnung. Vielleicht indem ich schaffe, so ein Ding zu erlegen, aber das wird unmöglich sein. Oh, jetzt steht er natürlich blöd. Jetzt, ich brauche ihn ja, um da rüber zu kommen. Ach, egal. Ich springe einfach rüber. Das wird schon. Yeah, hat gerade noch so geklappt sogar. Hier oben irgendwas versteckt. Secret Exit mäßig. Nein. Schade. Gehen wir hier lang. Ah, hier ist aber irgendwas. Das habe ich gesehen, weil ich das so ge... Ja, ein... Ah, eine Tür öffnet sich. Das habe ich gesehen, weil hier so... Ihr seht diesen Kreis da um mich rum. Na gut, dann müssen wir jetzt hier hoch und... Okay, am besten nochmal. Und dann durch dieses ominöse Gebäude. Yeah. Okay, mal sehen, was mich hier erwartet alles. Es ist... Ja, sieht nicht nach viel aus. Es ist einfach nur das Ziel, ein gutes... Okay, in diesem Haus ist da noch so ein Haus drin. Das macht natürlich auch vollkommen Sinn. Haus im Haus. So gefällt mir das. Und das führt mich... Wo führt mich das hin? Nach oben? Nach... Oben? Wo bin ich denn jetzt? Manta Raid. Ist das nochmal eine Zusatzwelt? Warte, wie ist das nochmal mit den Zusatzwelten? Menü? Nein, nicht Menü. Doch, Menü. Wo kann ich nochmal... Starcoin. Starcoin ja nachgucken. Sky City. Das ist nochmal so eine Mini-Welt für sich, ne? Ich glaube ja. Tja, da haben wir eine Mini-Welt, die für sich steht, denke ich mal. Gehen wir rein. Manta Raid. Wow. Sieht cool aus. Ah, wir haben Musik aus Super Mario RPG. Schön. Aus dieser Wolkenwelt da. Ich meine, das passt ja. Es sind ja auch hier bei Wolken. Ist da unten? Nein, da ist nix. Ach doch, da ist schon irgendwas, oder? Nein, das ist gar keine Plattform. Oh, das sind solche scheiß Fensterrahmen, Alter. Woher soll ich denn sowas wissen? Ich dachte, ich lande mal da drauf und dann bin ich schon tot. Gut, das heißt, ich bin sehr verwirrt erstmal, was Hintergrund ist und was nicht. Warte mal. Das ist Boden, okay. Das hier ist kein Boden, das ist Fenster. Wow, das war knapp. Aber gut. Jetzt habe ich natürlich auch keinen Helikopter mehr auf meinem Kopf. Wenn ich draufspringe, passiert da was? Ja, die zwitschern nur blöd. Wow, okay, ich kann ihn so ein bisschen runterhauen. So, jetzt muss ich nochmal genauer gucken, wie ich dahin komme. Ist das Boden? Das ist dann doch Boden. Okay, ich verstehe das nicht. Wie komme ich dann... Ich wollte springen! Was ist denn da los? Okay, scheiß drauf. Wir nehmen uns einen Pilz. Das geht einfach nicht ohne. Ich brauche einen Pilz.
Items. Da, wir haben 4 Stück. Jetzt haben wir nur noch 3. Ich werde aus diesem Level einfach gar nicht schlau. Aber gut. Die spaßige Luftwelt. Alles klar, die Stelle dürfte jetzt etwas schneller gehen auch, weil ich jetzt einfach hier auch springen kann. So, ich töte erstmal. Jetzt muss ich mal gucken. Wie soll denn das gehen? Ich verstehe das nicht. Vielleicht von woanders her? Also mir ist ja schon klar, ich muss in dieses Zahnrad rein, aber... Ah doch. Es geht aber echt nur mit diesem Flugpower-Up. Ohne kann man das ja ganz vergessen. Gut. Haben wir das. Da sind jetzt orangene Manta-Viecher. Ein rotes. Oh, ein versteckter Block. Ein Leben. Wow, ein L. Ist das ein L? Nee, es sah wie ein L aus. Weil die Wolken einiges verdeckt haben. Ist da unten noch mehr? Nee, ne? Okay. Ist da unten noch mehr? Die Wolken machen natürlich immer alles so geheimnisvoll und so, oh, da könnte was sein, aber im Endeffekt stehen die oft auch nur für Dekorationen. Aber manchmal versteckt sich dann doch dahinter was. Sollte man nicht unterschätzen. Checkpoint. Vor allem, warum ist hier so teilweise immer so Sternenmuster? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Oh, hier sieht man wirklich wenig. Moment, ich habe eine Idee. Kann man hier hoch? Ich glaube nicht, oder? Na, sieht jetzt nicht so aus. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Secret. Oh Gott. Okay, warte, ich töte mal den Wolkenjungen hier. Kann vielleicht von der Seite hoch. Ja, das geht. Alles klar. Oh, warte, wir müssen das richtige Timing haben. Und dann... Wow. Krass. Sind sogar noch so... Oh, einer hat überlebt. Ah, jetzt auch tot. Alles klar. Das war cool. Gut, das ist immer noch Boden, ne? Ich bin immer noch verwirrt. Manta. Oh, ach, das war jetzt scheiße. Mist. Dahinter verstecken sich einfach mal ein paar Koopas. Oh Mann. Ist das Boden? Ja. Ich habe schon wieder Angst bekommen. Wow, das war ein gewagter Sprung. Okay, Moment, wir brauchen... Ach Mist, komm jetzt aber. Yeah. Münze 3 und Ziel, hoffentlich. Okay, wir warten einfach auf den nächsten, der kommt. Da ist er. Yes. Ah, oh, nicht yes. Haut ab. Ich werde jetzt ungern sterben hier. Gut, haben wir's. Da haben wir es. Das ist doch schön. Ja dann, was kommt noch alles auf uns zu? Ein zweites Wolkenlevel. Ich weiß ja nicht, wie groß die Welt ist. Ich vermute mal nicht besonders groß. Aber einiges könnte ja schon kommen. Nimbus Highway jetzt mit einer traurigen Wolke. Ist das ein Schloss? Wow. Alles klar. Ist das so ein Schlosslevel? Weil da kommt immer so ein Bowser-Ding. Seht ihr das? Okay, wie soll ich denn sagen? Oder ist das... Ist das immer in jedem Level? Nee. Hä? Ich verstehe das nicht ganz. So ein Bowser-Schatten meine ich. Da, jetzt war der gerade da. Ich weiß gar nicht, wie man sowas sonst nennen soll. So, wenn die Szene sich eröffnet. Mich jetzt so erinnert, als wäre es so ein Schloss, aber vom Level selbst her hat es ja gar nichts Schlossmäßiges. Also, die hauen mich hoch. Was mit diesen anderen? Ich habe jetzt Angst, darauf zu springen. Nicht, dass ich ja durchfalle oder so. So, Moment. Das geht so. Ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte nicht auf die dunklen Wolken draufspringen. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Oder warte, hier können wir es ja testen.
Ach, natürlich. Warum auch immer. Ich wüsste nicht, warum mir das wehtun soll. Das ist ja gemein. Das ist ja gemein. Na gut. Wie ihr wollt. Ist das hier bockt. Ich weiß gar nicht, ob man hier durch kann, aber... Oder ob das fester Wandboden ist. Aber ich glaube, es ist fester. Aber ist ja auch egal. Ich komm da eh nicht dran. Okay, Checkpoint. Gefällt mir. Oh. Komm her. Ja, nein, nicht hier. Okay, das Ding haut mir ab. Ach, ich hab's gerade noch so bekommen. Die hauen ja, die fliegen ja immer nach oben. Wenn man sich zu lange Zeit lässt, so ein paar Sekunden, dann sind sie da komplett weg. Das heißt, ich könnte das jetzt nicht durchs ganze Level da befördern. Da haben wir die nächste Münze. Wow. Ich habe ja ganz vergessen, dass... Ha, zum Glück habe ich noch den Flug. Also das hier. Ist das jetzt... Es ist Wand. Okay, gut. Könnte auch hinter uns sein, ich weiß nicht. Ich bin sehr irritiert, was das betrifft. Liegt wahrscheinlich eher an mir selbst. Ist da unten was? Ich habe Angst nachzugucken, dass ich dabei irgendwas Doofes mache, aber die Neugier ist auch da. Okay, ich gehe mal in gute Hoffnung einfach mal weiter. Fuck, ich habe irgendwas verpasst. Ich hätte doch... Nein, ich will aber nicht ins Ziel. Kann ich nicht irgendwie sterben stattdessen? Nein, nein, komm, stirb. Irgendwo. Man kann nicht mehr sterben. Okay, ich könnte 300 Sekunden warten. Das ist ja auch kein Problem, einfach mal 5 Minuten hier abzuhängen, aber... Ach man, es ist so schlecht. Ich hätte doch irgendwie da runterspringen müssen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Man weiß ja nie vorher, ja, jetzt kommt Ziel. Na, aber jetzt Pech gehabt erstmal. Das Level mache ich irgendein andermal dann wieder. Parabeetle Peril. Okay, also wir reiten jetzt auf... Wow, das sind ganz schön viele. Also dann. Hier ist nichts, oder? Außer dieses nette Power-Up. Wahrscheinlich. Okay, also weiter. Oh, es scrollt. Es scrollt. Moment, wir können ja mal versuchen, ja, ihn zu töten. Achso, der fliegt hoch, wenn ich drauf springe. Der fliegt runter, wenn ich drauf springe. Okay. Die Kleinen gehen rauf, die Großen gehen runter. Seht, wie viele Wolken die ja erzeugen, also wie viel Nebel dann. Nicht der Typ, oh, einer meiner meistgehassten Gegner aus dem Mario-Universum. Wo ist jetzt mein Block hin überhaupt? Toll, ich habe den extra mitgenommen für den Fall, dass ich meinen Power-Up verliere. Außerdem weiß ich auch gar nicht, wie er mich getroffen hat, wenn ich draufgesprungen bin. Jetzt, ja. Das hätte gar nicht gut gehen können. Das war eigentlich schon von vornherein klar. Sobald man da irgendwie gar nichts mehr zum Fliegen hat. Nehmen wir uns mal noch einen Pilz. So viel habe ich auch gar nicht mehr. Ich weiß, ich könnte mir voll viele kaufen, aber keinen Bock darauf. Na dann, auf ein neues. Ich sag's euch, da war einer meiner meistgehassten Gegner und der erste, der da war, von bestimmt Hunderten, hat mich schon zerstört, komplett. So, jetzt nochmal hier rauf. Das Blöde ist, man kann nirgendwo still stehen bleiben und auf die nächste Situation warten. Man muss die ganze Zeit rumhüpfen, weil die Viecher entweder zu weit hoch oder zu weit runter laufen. Oder fliegen, nicht laufen. Da hat er mich schon. Und, nein, nein, nein. Okay, das Ding ist noch da. Das ist gut. Boah, wie gemein. Weil ich es aufgehoben habe, bin ich runtergefallen davon. Was soll ich denn jetzt erwischen? Na toll, ich sehe auch einen Scheißdreck. Und da bin ich wieder tot. Das Level gefällt mir überhaupt nicht. Ich komme hier gar nicht klar. Was soll ich denn jetzt? Okay, wisst ihr was? Ich scheiße jetzt auf noch mehr Pilze nehmen. Das ist einfach pure Verschwendung, was ich hier mache. Ich versuche jetzt so durchzukommen.